Rund 2000 Magdeburger Fans haben sich auf den Weg gemacht, in der Hoffnung, vielleicht den Aufstieg mitzuerleben. Jetzt müssen sie Abschied nehmen von ihrer Vereinslegende, vom verstorbenen Rekordtorjäger Joachim Streich. Von der Küste bis ins tiefste Sachsen, im Strafraum war dir niemand gewachsen. Ruhe in Frieden, Joachim Streich. Rein ins Spiel, Magdeburg mit 2-9 in der Startelf. Und einer ist Andreas Müller, der mit dem Fehler. Back, perfekt für Berlinski. Akono, was macht Reimann? Nichts! Fair führt's! Das achte Saisontor von Cyril Akono, eine Magdeburger Fehlerkette. Erst verlieren sie die Zuordnung und Reimann, dann für meine Begriffe zu zögerlich, müsste da entschlossener rauskommen. Magdeburg, wie zuletzt gegen Köln, defensiv anfällig. Das zieht sich durch die ganze Saison und dürfte bei den Zweitligaplanungen sicherlich eine Rolle spielen. Der FCM vom Rückstand aber nicht betäubt. Bell mit viel Dynamik. Conte raffiniert. Krempiki, Tide und da ist Schula, Ausgleich. Erst trifft er monatelang nicht und dann innerhalb von 8 Tagen zweimal. Eingeleitet von Bell, dem Außenverteidiger. Der hat den Blick für Conte. Krempikis harten Schuss kann Tide nicht völlig entschärfen und Schuler wie zuletzt gegen Köln reaktionsschnell. Die Magdeburger Fans machen das auswärts zum Heimspiel. Die Bentele Arena in Paderborn klar in weiß-blauer Hand. 32. Minute, Ecke Magdeburg, Barisch-Artig. Und da ist Müller. Magdeburg führt, der Kapitän. Tobias Müller mit seinem zweiten Saisontor bedankt sich sofort beim Vorbereiter, bei Barisch-Artig. Müller schummelt den Ball wohl mit dem Knie über die Linie, löst sich gut von Akono, der dann noch ganz leicht mit dem Bauch abfälscht. Michel Kniert seit 2 Monaten im Amt, hat Verl im Abstiegskampf wiederbelebt. Jetzt droht ein Rückschlag. Checker und Riegmann kommen zur zweiten Halbzeit und wir illern mal heimlich auf die taktische Marschroute. Männer, da ist das Tor. Einwurf Magdeburg. Das ist Sapina, eingewechselt, ohne Gegnerdruck, zum Gegner, zu Condé, der beschleunigt sofort. Raus auf Artig, Condé rennt abseits der Kamera, einfach weiter Richtung Tor. Artig gegen 2, durchsetzungsstark und da ist Condé! 3-1 Magdeburg durch ihren Dauerbrenner. Hat noch kein Spiel verpasst, hier leitet er sein 4. Saisontor selbst ein. Barisch-Artig, der vor 2 Gegenspielern keine Scheu hat, mit Torvorlage Nummer 18. Heute ein Dreier und sie könnten nächsten Sonntag zu Hause gegen Zwickau den Aufstieg feiern. Reimann will das Spiel aufbauen, unter Druck, das ist mutig. Reimann, holt Fair zurück ins Spiel. Berlinski mit dem 2:3. Reimann sieht Berlinski offenbar zu spät, aber trotzdem, das ist für meine Begriffe einen Tick zu überheblich gespielt. 2 Minuten später, 58. Minute. Müller köpft zum Gegenspieler, zum eingewechselten Petkov. Petkov dribbelt an. Petkov! Was ist hier los? 3-3, Lukas Petkov schockt den FCM. Condé riskiert keinen Zweikampf, keiner stellt sich Petkov in den Weg und der macht es sensationell. Es geht atemlos weiter, 61. Minute, Reimann, so leicht kann man Raum überbrücken. Obermeier für Cheka und der ist gierig, will den Ball zurück. Cheka, da hat er ihn, Obermeier, 4-3. Raphael Obermeier. Verl verliert ihn völlig aus den Augen. Obermeier am linken Bildrand braucht nur auf den Ball zu warten und ihn dann einfach reinschießen. Wieder nur 3 Minuten später, 64. Minute. Petkov. Bell, was ist das? Das ist eine Vorlage für Berlinski. 4-4. Verl ist wieder da. Magdeburg legt sich das nächste Gegentor selbst ins Nest. Bell will klären. Reimann klärt dann zunächst, aber
Berlinski entschlossen im Nachsetzen. Christian Tietz, das hältst du nicht aus. 88. Minute, Ito inzwischen eingewechselt, genau wie Quarteng. Quarteng zurück zu Ito, keiner bei ihm. Wahnsinn, Magdeburg, 5:4. Tatsuya Ito, der kleinste Magdeburger, wird zum großen Matchwinner. Aber lieber FCM, was war denn das bitteschön heute? Powerfußball pur, Emotion pur, nicht nachgelassen. Das war ja, sehr gut. Die Tore dürfen jetzt nicht so fallen. Da müssen wir natürlich trotzdem drüber sprechen, weil 4 Gegentore sind definitiv zu viel. Und da stellen wir uns einfach auch ein bisschen dämlich an. Das magst du als Trainer nicht haben. Und man ist ja draußen, man muss die Ruhe bewahren, aber innerlich wird man ja am liebsten böse sein oder verärgert sein. Weil ein Spiel, weil wir machen Stellen auf 3-1 und auf einmal steht es 3-3, dann gehen wir wieder vor, dann wird es wieder ausgeglichen. Wir haben einfach heute hinten drin zu viele individuelle Fehler gemacht. Aber eben auch 5 Tore geschossen. Magdeburg gewinnt das Fußballspektakel gegen Verl und könnte somit nächsten Sonntag im Heimspiel gegen Zwickau den Aufstieg klar machen.